Als Kinder wollten wir so schnell wie möglich losrennen, endlich eigenständig sein. Schon immer wollten wir Menschen mit immer neuen Erfindungen und Fahrzeugen frei und mobil sein. Ein enormer Fortschritt für uns alle. Aber spätestens heute, angesichts überlasteter Straßen und des rasanten Klimawandels, stellen wir fest, so geht es nicht weiter. Wir müssen unser Mobilitätsverhalten ändern. Im Münchner Zukunftscluster MCube haben wir die große Chance, jetzt mit technischen und sozialen Innovationen Mobilitätswende anzupacken. Und mit hervorragenden Akteuren in der Region Lösungen für Deutschland, für Europa und für die Welt zu entwickeln. Und wie erreichen wir das? Wir machen miteinander möglich. An MCube begeistert mich, dass wir Innovation nicht nur als rein technisches Unterfangen begreifen. So ja, wir brauchen Technologien, wir brauchen neue Produkte. Was wir aber vor allem brauchen, ist den Dialog untereinander. Nicht Ideologie, sondern faktenbasiert. Nicht nur in dem Projekt selbst, sondern es zeigt auch auf, wie man das zukünftig für die Mobilität in der Summe tun muss. MCube steht für den Mut, die Chancen der Nachhaltigkeit zum Vorteile aller auszuschöpfen. Wirklich kreativ für die Zukunft zu arbeiten. Radikal die Mobilitätswende mit allen für alle anzugehen. Und vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln. Wir sind eigentlich am Implementieren, am Testen. MCube steht für den Mut, Sachen einfach mal auszuprobieren. Die uns helfen, unsere Mobilitätsstrategie 2035 umzusetzen. Die Mobilität der Zukunft ist gerecht, smart, elektrisch, sicher, automatisiert. Mobilität, an der jeder teilhaben kann. Ohne dass wir gleichzeitig jemand anderem eine Option wegnehmen. Und was tun wir für diese Zukunft? Gemeinsam arbeiten wir daran, die Qualität der Zeit, des Raums und der Luft zu verbessern. Wir können nicht immer nur starre Routen haben, U-Bahnen, starre Buslinien. Ich wünsche mir da wesentlich mehr Flexibilität. Das Angebot muss multimodal und vernetzt sein. Wir müssen darüber nachdenken, wie viel individuelle Mobilität ich mir leisten kann. Dafür werden wir sicher den Raum in den Straßen neu verteilen müssen. Künftige Generationen brauchen einen lebendigen, fürsorglichen Planeten, dem sie auch Fürsorge zurückgeben können. Ich liebe München, weil für mich München das akademische Powerhouse Europas ist. In der Zukunft wird München ein Modellstadt, wo andere Länder zuschauen und sagen, wow, die machen das toll. Ich möchte die Mobilitätsbranche aufwirbeln. Wir können den Gegenwind nutzen, wir können die Menschen mitnehmen. Eine lebenswerte Stadt braucht es Menschen, die die Stadt aktiv mitgestalten. Und ich glaube, dass gerade wir in München alles zusammenbringen, um die Mobilitätswende von morgen schon heute zu gestalten.